Nicht wundern, dass hier Werbevideo steht. Es geht wirklich um mein eigenes Gaming-Produkt, mein eigenes Produkt. Ich muss trotzdem aus rechtlichen Gründen ein Werbevideo hinschreiben. Und was das hier ist, werde ich euch jetzt erklären. Viel Spaß beim Video und danach zocken wir noch eine Runde zusammen. Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem ganz, ganz besonderen Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays, Leute. Heute gibt es eine Ankündigung, auf die ich jetzt seit Monaten warte. Wir sitzen jetzt seit September dran an der Geschichte. Und zwar bringe ich mein erstes eigenes selbstproduziertes Gaming-Produkt auf den Markt, Leute. Und hier ist es drin. Auf jeden Fall haben wir ein Produkt entwickelt. Ihr könnt jetzt mal raten, was hier drin ist. Wir packen das nämlich jetzt mal gemeinsam aus und werdet ihr sehen, was wir haben, Leute. Es ist etwas, was ich selber sehr oft konsumiert habe und was ich sehr gerne mag. Und es ist etwas zum Trinken, das sage ich schon mal. So. Okay, erstmal die Geschichte vielleicht. Also, es gibt diese Firma, die heißt TryHard Plus. Die haben mich vor anderthalb Jahren angefragt, ob sie sich TryHard Plus nennen dürfen. Da habe ich gesagt, ja, natürlich dürft ihr euch TryHard Plus nennen. Und dann irgendwann haben sie ihr Produkt auf den Markt gebracht. Ich habe dieses Produkt damals getestet und dachte mir so, ich finde es doch nicht optimal. Habe mir dann gedacht, okay, ich steige in die Firma mit ein. Also ich bin mit Teilhaber, ich habe das Produkt mitentwickelt und bin halt mit eingestiegen, weil ich wollte, okay, wenn wir sowas machen, dann machen wir es vernünftig. Und deswegen präsentiere ich euch jetzt einen Made in Germany TryHard Plus Gaming Booster, Leute. Oh mein Gott, dass ich diese Dose jetzt endlich so vollständig in Händen halten darf. Das ist für mich so ein unglaublich gutes Gefühl, Leute. Diese Dose ist jetzt vorbestellbar. Was ist das genau? Ich erkläre es euch ganz in Ruhe. Ganz kurz vielleicht mal, am 23.02. ist offizieller Release. Da könnt ihr die Dose dann sozusagen bekommen. Ihr könnt sie jetzt schon vorbestellen, Link ist in der Videobeschreibung, deswegen steht hier auch irgendwo Werbevideo, obwohl es mein eigenes Produkt ist. Zu jeder Vorbestellung gibt es eine signierte Autogrammkarte von mir und einen gratis Shaker. Das ist Top-Qualität, wir haben wirklich lange gesucht, wir haben auch viel Geld dafür ausgegeben, dass wir wirklich diesmal einen Top-Shaker für euch haben. Mit dem Marcel Scorpion Logo, mit diesem Ding hier. Jetzt fragt ihr euch, warum braucht ihr einen Shaker, Leute? Genau, ich erkläre es euch. Und zwar, hier ist das Produkt, wie gesagt, made in Germany, so sieht die Dose jetzt aus, hier ist auch nochmal das Emblem drauf. Das ist ein Booster für Gaming, für Sport und für Leistung erbringen in der Uni etc. Ja, ich werde euch gleich die Website noch ein bisschen zeigen, aber wir öffnen doch erstmal das gute Stück hier und gucken uns mal an, was denn TryHard Plus überhaupt ist. Und zwar ist TryHard Plus ein Pulver. Dieses Pulver wird mit einem Messlöffel geliefert. Ein Messlöffel mischt ihr dann mit Wasser. Wassermelone ist der Skorpiongeschmack, also sozusagen direkt meine erste eigene Geschmacksrichtung. Wassermelone ist das. Wie hier steht nochmal hergestellt in Deutschland drauf. So, jetzt fragt ihr euch, warum braucht man sowas denn? Naja, also, es ist nun mal so, dass wir hier drin extrem viele Substanzen enthalten, die dich fokussiert und wach machen, wie zum Beispiel Koffein und Taurin. Das kennt ihr wahrscheinlich alle irgendwoher, zum Beispiel aus Kaffee oder Red Bull. Ich würde sagen, um euch mal die genaue Funktionsweise zu zeigen, wechseln wir mal ganz kurz auf den PC rüber. Wenn wir jetzt auf tryhardplus.de gehen, sehen wir schon diese Ansicht hier. Und zwar, das ist alles, was es gibt in diesem Paket. Also eine Dose TryHard Plus, Wassermelonengeschmack, Autogrammkarte und gratis Shaker für die Vorbestellung. Wir gehen mal auf jetzt vorbestellen und gucken mal, was dann passiert. Bestelle jetzt vor und erhalte einen limitierten Shaker im Scorpion Design, eine handsignierte Autogrammkarte von Marcel Scorpion gratis dazu. Eine Dose TryHard Plus enthält rund 40 Portionen. Also ihr habt 40 Portionen, wenn ihr eine Dose euch bestellt. Hier sind natürlich auch alle Informationen. Also Leute, wir haben hier alles für euch aufgeführt. Es handelt sich hierbei um ein koffeinhaltiges Nahrungsergänzungsmittel. Bestelle jetzt vor und erhalte einen limitierten Shaker im Scorpion Design. Ja, das haben wir schon. Egal ob beim Zocken, Sport oder Lernen für eine Klausur an der Uni. TryHard Plus hilft dir dabei, deine persönliche Bestleistung abzurufen. Wir haben die ganzen Zutaten, die Verzehrempfehlungen, Hinweise, wie zum Beispiel, dass man es nicht kombinieren sollte. Trink jetzt nicht einen TryHard Plus und noch einen Red Bull, bitte. Das ist, glaube ich, einfach zu viel. Das braucht man nicht, weil ich habe mir das Zeug schon so oft jetzt gegeben und Leute, das knallt so geil rein, auf so eine geile Art und Weise. Ich bin irgendwie voll fokussiert danach. Und das Krasse ist, auch an einem Tag, wo ich faul bin, habe ich so eine Art Tatendrang. Ich habe richtig Bock, was zu machen, wenn ich das Zeug getrunken habe. Ich trinke es relativ häufig sogar statt Kaffee morgens und es bockt auf jeden Fall richtig. Es gibt auch nur erstmal 300 Dosen, also es gibt nur 300 Stück, die werden wahrscheinlich schnell weg sein. Also wenn ihr euch das Zeug holen wollt, dann bestellt auf jeden Fall gerne vor. Link ist in der Beschreibung. Da gibt es noch die Nährwerte. Also eine Portion hat 40 Kalorien, das ist so ziemlich, ja, gar nichts eigentlich. Kaum Kohlenhydrate, kein Fett, sondern eigentlich nur die Wirkstoffe, wie zum Beispiel Taurin und die ganzen Wirkstoffe, die ihr halt hier seht. Das ist natürliche Aminosäuren, das ist im Vergleich zu den anderen Mitbewerbern auf diesem Markt halt ziemlich einzigartig. Wer jetzt vorbestellt, bekommt am 23.02. seine Dose und dann werden wir wahrscheinlich noch einige mehr Geschmacksrichtungen auf den Markt bringen. Erstmal Wassermelone, das ist sozusagen die erste Linie, ihr seid die Ersten, die es euch holen würdet. Und das ist auf jeden Fall eine richtig geile Sache, finde ich. Wir haben darauf geachtet, dass wir das Pulver jetzt nicht irgendwie strecken und einen auf den machen, sondern wir haben wirklich maximale Wirkung auf minimale Anzahl von Pulver. Das heißt,
Jede Portion ist wirklich ideal abgestimmt für eine leistungssteigernde Wirkung, Leute. Checkt's einfach mal ab. Ihr könnt es ja mal ausprobieren, damit mal eine Runde zocken. Mir auf jeden Fall schreiben, wie es ist, damit zu zocken, Leute. Wie es für euch sich anfühlt, damit zu zocken. Lest euch vorher aber alles nochmal entspannt durch, wie man es zubereitet und so weiter und so fort. Es ist eigentlich kinderleicht. Ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Also Leute, ich habe mir jetzt hier den Shaker geholt, Wasser reingefüllt. Jetzt machen wir da einen Löffel Tryhard Plus rein. Ja, so ein schöner Löffel. Dann kommt dieses Ding rein in den Shaker. Dann shaken wir den Hasen natürlich. Ihr seht hier, spritzt nichts oder so. Wir haben echt einen guten Shaker uns geholt. Shaker aufmachen und zum Wohl. Alter, schmeckt so lecker. Das haben wir, also ich will uns ja nicht selber loben. Aber das haben wir echt gut gemacht. Wir saßen so Ewigkeiten an dem Geschmack, Leute. So Ewigkeiten. Ich werde das jetzt trinken und jetzt im Video noch ein bisschen zocken auf Tryhard Plus und dann gönne ich mir richtig. Ich schwöre euch, Leute, irgendwas haben die da noch geändert. In der Firma, wo wir es herstellen lassen, haben die noch irgendwas geändert, weil es ist jetzt nochmal so viel leckerer als die Proben. Es ist jetzt kein Scheiß, ich sage das jetzt nicht nur so, Leute. Wir haben 300 Dosen, damit werde ich kein Millionär, okay? Ihr könnt hier ausrechnen, sogar wenn wir alle 300 Dosen verkaufen, was das für ein Umsatz wäre, was davon alles noch bezahlt werden muss, da bleibt nichts von übrig, das ist eine Testphase. Aber trotzdem... Alter, das ist so lecker. Okay, dann würde ich sagen, gucken wir mal, ob wir in den Tunnel kommen, Leute. Ich merke jetzt schon wieder, dass die Finger etwas kribbelig werden. Von der halben Portion ungefähr. Übrigens ist das Zeug natürlich komplett legal, ne? Um es mal so zu sagen, um in Deutschland was herstellen zu dürfen, da musst du quasi so viele Sachen, ja, sage ich jetzt mal, überprüfen, dass du das überhaupt produzieren darfst. Die Zutaten werden alle tausendmal gecheckt. Also das ist jetzt schon nicht irgendwie... Alter, Digga, als ob du das spawnst, Mann! Camper, Alter. Zack, okay, let's go. Ihr habt mich nicht gesehen, sehr schön. Nein. Okay, der hat die AN mit Reflex schafft, das ist schon geil. Das ist schon eine geile Waffe, die habe ich ewig nicht mehr gezockt. Die wird erstmal ausgepackt, Leute. Wie Geschenke, wie Weihnachtsgeschenke. Jawohl, schön. Hinter mir. Boah, ich war so bereit, der hat Remington gehabt, oder? Gucken, ob ich jemand aus dem Headpitch rausholen kann. Okay, komm, wir gehen ein bisschen vor. Mich fragen sich jetzt einige, warum überhaupt ein Gaming Booster? Was ist das überhaupt? Ihr wisst ja vielleicht, dass ich immer so ein Tryhard bin bei allem, worum es geht, ne? Und das ist natürlich auch wieder gewissermaßen so Tryhard-Modus, dass man halt das Maximum aus sich selber rausholen will irgendwie. Ich bin so gut wie tot, ich bin so gut wie tot. Gucken, ob ich es überlebe. Überlebe. Krass, wie er hinter mir war. Krass, gib mir mal die Remington, Digga. Okay, komm her, komm her, komm her. Lächerlich. Ja, Digga. Ja, Digga. Gut, dass Remington so underpowered ist, ne? Muss man ja mal sagen an der Stelle. Oh, jetzt gerade läuft der Hase aber schon gut hier. Hinter mir ist auch einer. Da kommt einer, glaube ich. Ich habe Orbi, Leute. Ja, okay, da kann ich nichts machen. Okay, Leute, aber Orbi ist schon mal am Start. Jawohl. Der war richtig schön mit Remington und so erspielt, Leute. Boah, bist du eklig. Ich meine, warum spielt ihr alle so eklig, Leute? Jetzt werfen die mit EMP-Granaten. Wie 2013. Hier kommt jemand. Schon wieder eine EMP-Granate, aber hat mich nicht gehittet, Alter. So ein ekliger Typ, ne? Holy Guacamole. Schon wieder eine EMP-Granate, Digga. Solche Ehrenlosen, Alter. Jawohl, okay, ich würde sagen, Easy 4er KDI ist da, Leute. Okay, ich habe den Kollegen jetzt kalt gemacht und es ist so ein geiles Gefühl gerade, ne? Ich habe so Lust, jetzt die absolute Triple-Nuklear zu machen, das ist unglaublich. Das Ding ist, ich habe jetzt einen guten Schlafrhythmus und stehe jeden Morgen relativ früh auf. Ich kann gerade echt gebrauchen, auch ein bisschen wacher zu sein, Leute. Ich bin so müde zurzeit. Ich habe mich nicht gesehen, ich glaube es nicht. Ich bin completely disbelief. Ja, das ist eigentlich... Okay, Teammate hat Orbi. Aber es war auch wirklich mein Double-Kill, der ihm gerade den Orbi geschenkt hat. Muss man natürlich dazu sagen. Okay, Leute, let's go. Okay. Boah, ich bin so hyped. Whoop. Klappt immer. Seit 2012. Da war noch einer, ich Idiot. Boah, schön gesponged gerade. Da kommen welche. Da kommen welche. Ich bin in so einer Scheißposition. Noch einer? Der ist so weak, Alter. Holy fuck. Oh mein Gott, 100er Prezi, okay. Drohne ist da. Oh mein Gott, ich musste. Okay, Konterdrohne ist wichtig jetzt. Okay, die kommen jetzt safe voll da. Jawohl, schön. Nein, hinter mir. Oh mein Gott, Leute. Oh mein Gott. Dem habe ich gerade echt ein hartes Gerät gegeben. Okay, warte. Wir spawnen alle hier, Leute. Wieso spawnen wir alle hier? Dann kommt auch mit zu C, Jungs. Eins vor Orbi, eins, zwei vor Orbi. Orbi ist da. Okay, es war doch eins vor. Okay. Typ gönnt sich seine Vorräte. Wow, Digga, Konter.
Ja, Digga, Dark Smoke. Oh mein Gott, ich hätte ihn geholt, ich schwör's euch. Ja, du hast leider dich falsch entschieden mit der Laufrichtung, Digga. Okay, ganz ehrlich, mir reicht's. Mir reicht es. Da kommen die jetzt, die spawnen hier. Passt auf, passt auf. Lol, Digga, er macht hier Fortnite-Modus mit Raketenwerfer. Komm her. Digga, too easy for me. Guckt euch seine Box an, er hat zwei Perks dabei. Zwei! Boah, Leute, ich will halt, ich bin gerade so hyped wegen dem Zeug, ne? Ich will halt einfach nur noch Gunfights. Ich will nicht, dass es aufhört. Es soll niemals aufhören, Digga. Ja, aber too easy for me. Ist einfach zu gut für mich, Digga. Ich bin echt too easy für ihn. Ja, du bist tot, Digga. Scheiß auf deine Granate, du kleiner Wichser. Okay. Okay, die sind jetzt alle im Mittelhaus und da hinten vielleicht. Kommt ihr? Ihr lauft doch jetzt nicht. Okay, da haben wir einen. Er wirft hier so hart die Sensorgranate, Leute. Ich bin dann. Komm her. Boah, Digga, wie er mich fast holt. Als ob da eine Rauchgranate drin ist, Leute. Das kann mir doch keiner erzählen. Okay, Orbi ist halb am Start. Guck ich es an. Er macht auf Pamarsch, Digga. Er sniped da so ganz kurz raus, Digga. Okay, hier kriegen wir jetzt die Easy Kills. Komm her, noch einen. Ja, komm. Komm doch, komm doch, komm doch, komm doch, komm doch. Weißt du, wie du die Challenge, Digga? Weißt du's? Ich liebe es, so arrogant COD zu spielen. Obwohl es nur ein Drecks Playstation-Spiel ist. Ich liebe es. Okay. Moment, bevor wir nachladen. Die Lage checken. Ja, das Ding ist, nirgendwo kann man hier noch gescheit rumlaufen. Ich werde dich jetzt traden mit meinem C4. Okay, werde ich nicht. Okay, die spawnen jetzt hier. Danke. Nein. Oh mein Gott, Digga. Kauft mein Merch. 100er Prezi. Ja, komm. Okay. Ich dachte schon, ich krieg dich so, aber dann nehme ich dich einfach hier mit. Auch kein Stress. Wo sind die? Da oben. Da unten. Sniper. Sniper habe ich. Digga, das ist meiner. Nein, lächerlich. Eigentlich war es meiner, das weißt du auch. Okay, weiter geht's, Leute. Schade, dass TDM immer so schnell rumgeht, Leute. Ja, komm. Dann kommen wir jetzt raus. Jawohl. Falsche Richtung. Richtige Richtung. Oh, ich liebe es, Leute. Ich liebe es. Drei Gegner da, Digga. Ich habe keine Muni mehr. Nein, ich bin tot. Nein. Oh Gott. Gib mir doch irgendeine Waffe, Digga. Ich habe doch durch 10 Waffen gelaufen. Okay, ich habe Muni für die Scar. Okay, ich habe 4 Plünderer-Pakete aufgehoben. Nevermind. What the fuck? What the hell war das? Alter, das war so lucky gerade. Whoop. Eins vom nächsten Orbi, Leute. Wir sind kurz vom nächsten Orbi. Lass mich in Ruhe, du Scheißgranate. Okay. Okay, Leute. Vielleicht geht die Nuklear sogar. Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht mitgezählt. Schnell durch. Free Kill Nummer 1. Free Kill Nummer 2. Unnachgiebig. Ah, Leute, dann müsste ich jetzt jeden Kill machen. Dann müsste ich jetzt eigentlich so gut wie jeden Kill machen. Ja, der ist gestorben. Sehr gut. Nein. Nein! Was war das für ein Bug? Ich hatte gar kein C4. Was war das für ein Bug? Ah, oh, schade. Unnachgiebig war am Start, Leute. Aber ihr seht mal, ich bin so hyped, Mann. 23-2 ist da, Leute. 11 KD. Oh, es wird ein C4-Kill. Es wird ein C4-Kill. 3-2-1. Whoop. Boom. Ah, oh, jetzt natürlich Kugelweste am Start. Nein, du bist broke. Du bist tot, Digga. Hör auf. Lass es. Okay, aber die Sniper nehme ich trotzdem einmal kurz. Einmal will ich die auch ausprobieren, ob ich damit was treffe. Okay, da sehe ich noch keinen. Okay, die spawnen anscheinend hier. Lächerlich. Lächerlich. Whoop. Okay. What the fuck, hat es geleckt auf einmal? Hat es bei ihm auch geleckt? Nein, bei ihm hat es nicht geleckt, Leute. Okay, also wie gesagt, checkt die Videobeschreibung ab. Es gibt nur 300 Dosen vorzubestellen. Danach ist der Hase ausverkauft. Lasst gerne ein Like für das Video, da würde ich mich drüber freuen. Ich habe gerade richtig Bock an BO2. Oh mein Gott. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.